Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ich habe jetzt nochmal einen anderen Shader probiert, jetzt passt mit den Wolken endlich zusammen. Also keine Kasteln mehr, also das ist unfassbar. Naja, so, ich werde mal was essen. Ganz genau. Ah, es legt ja trotzdem. So, essen ein bisschen. So, schmatzi, schmatz, schmatz. Na, nur ein Fischi. Nur ein Fischi und dafür noch eine Beere als Nachspeise. So, passt. Und dann bauen wir hier noch ein kleines bisschen weiter. Obwohl, wir könnten das in der Nacht wieder machen, ne? Ah, da habe ich einen Blödsinn gemacht. Hoppala. So. So. Komm her, du. Baum, Stamm. So. Genau, so. Ah ja, das schaut, glaube ich, schon besser aus. Dann kann man hier quasi so durchgehen. Ja, ich glaube, das ist besser. So, so, so. So, so und so. Und es leckt schon wieder, weil die Welt gerade erstellt wird. Ich will unbedingt mal mit einem Shader spielen, ey. Also es ist halt wirklich, ich will halt so gern. Und es leckt halt wie Sau. So. Aber ich bin nicht alleine mit dem Problemchen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ach, da geht es einigen Leuten so. Ja, wir müssen da halt durch. Da musst du durch. Da gibt es kein Gejammer. Nein, nein, nein. So. Dann gehört eigentlich hier noch einer rauf, ne? So, hüpf. So, na, nicht so. Hüpf. Ja, das war super. Das war professionell. Hüpf, jawohl, jetzt da. So, für den Fall der Fälle, dass ich da oben nochmal so einen kleinen, ich denke, ich werde so eine Art Pavillon machen, da oben so ein Dach, so ein Ausguck, ne, dann so wie bei einem Turm mit Dach halt, dass es nicht einregnet. Ich glaube, das werden wir so dann machen. Ich fürchte, ich brauche Bäume und ein paar Leitern wären auch nicht schlecht. So, hui, was macht denn unser Gemüse? Bist du auch schon wieder mal fertig? Fast. Irgendwie wachsen die so schlecht. Wahrscheinlich fehlt hier einfach Licht, kann ich mir vorstellen. Es ist einfach zu finster alles. Da geht noch nichts, ne? Erntemäßig. No. Haben wir da noch irgendwas? Im Angebot? Na, vergiss es. Ich kann mir echt vorstellen, dass es hier zu dunkel sein könnte. Ich muss dann unbedingt schauen, dass wir ausbauen. Dass wir hier rüber kommen und darüber mehr und so. Dass ich dann ein eigenes Platzl habe, nur für die. Weil das wird dann alles aus Glas. So wie ein schöner, so wie ein Gartenhäuschen, ne? Hätte ich's gern. So, Ziegel. Wunderprächtig. Die nächste Matschprappe gleich reingeschmissen hier. So. Und noch ein bisschen Holz, das was wir noch haben. Und dann muss ich da hinten. Da haben wir eh noch so viel schönes Holz. Ich überlege gerade, brauche ich gleich noch was? Da ist noch Matsch. Was tut denn der da oben? Der gehört hier hin. Das gehört zusammen. So eine Unordnung. Kohle, Kohle, Kohle. Schwarzpulver. Jo. Müsste da mal so passen. So. So und so. Gleich einmal. So und so. Können wir eigentlich zweimal, ne? So. Dann können wir das oben zum Bauen verwenden. Und eine Partie hauen wir wieder in den Ofen rein. Bitteschön. Einmal voll. Und da oben nochmal. So. Passt. Da geht schon wieder was weiter. Dann werden wir gleich hier, weil wir es können, gleich mal wieder solche Blöcke bauen. Also ich kann eigentlich rechtsklick. Ich vergesse immer das. Entschuldigung. Ich vergesse das immer. So, und dann können wir schon wieder. Was mache ich denn? Ja, ja, das Alter, ihr wisst es ja. So, Treppen waren hier. So, gut, das wird wieder gehortet. Sechse, ja, geht sich gerade nicht aus. So, das wird wieder gehortet. Und wir gehen wieder, ich will rauf. Lecki, leck, leck. Oder warte, es ist hell. Sollen wir auf Nahrungssuche gehen? Ja, und ich habe halt so gemeint, ne? Da so ein bisschen über den Baumkronen drüber. Es ist ein bisschen zu niedrig. Die Höhe da drüben wäre schon super. Könnte man theoretisch auch bis darüber? Hm.
Ob das nicht behindert ausschaut. Bin ich noch etwas unschlüssig, wie wir das anstellen. Oder auf den Baum, der so schön hoch ist, eine Brücke rüberschmeißen, ne? Und dann hier weiterbauen. Das wäre echt cool. Also mir wird's gefallen. Ich hoffe euch auch. Auf jeden Fall. Machen wir mal so und so. Und bauen wir noch schnell ein bisschen weiter. Ich wollte das eigentlich in der Nacht machen. Ja, Zocki, entscheid dich. Was gehen wir an? Fischen wäre eigentlich schlauer. Essen besorgen am Tag und arbeiten in der Nacht. Das wäre eigentlich wirklich schlauer. Dann zücke ich mein Schwertelein. Hui, ich will ganz runter, bitte. Ganz runter. Bitte? Hallo? Ach komm. Ja, danke. Dab, 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 dab. Hier werden wir das auch noch schöner bauen. Ich möchte nämlich noch einen richtig dicken Baumstamm haben. Obwohl die Krone schaut echt nicht so geschissen aus. Passt eigentlich aber hier, da so. Also da noch ein Stückchen runter. Ja, wollte ich eigentlich schon haben. Dass ich die Leiter vielleicht noch ein bisschen verstecken kann. Mal schauen. So. Fisch. Ihr wächst irgendwie auch nicht mehr weiter, ne? Könnt ruhig ein bisschen Gas geben, ich brauche Zucker. Ich brauche was zum Essen. Dafür wächst der. Ich glaube, ich baue die um. Schau mal, der ist schon wieder fertig. Aha. Ui. Naja, fertig unter Anführungszeichen. Zwei hat er halt. Wo ist der hin? Ah, da. So, ich werde ihn aber gleich... Ich will ihn gleich hier nochmal anbauen. So. Das hauen wir weg. Dass er Platz hat. Kann ich hier wachsen von mir aus. So. In der Hoffnung, dass sich das ganz rasch vermehren tut. Und dass wir dann bald eine schöne Zuckerproduktion haben. So. Also dann tun wir wieder fischen. Wird eh bald Nacht. Ihr seht, die Sonne geht langsam unter. Fische, 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 Fisch. Jeden Tag dasselbe, ich weiß. Ich bin auch selber schuld. Ich bin auch viel zu faul gewesen, zu fischen. Jawohl, Fischi. Auf jeden Fall braucht man dringend Spinnen. Spinnen oder Baumwolle? Ich glaube, aus Baumwolle konnte man auch Fäden machen, ne? War das nicht so? Auf jeden Fall eine eigene Baumwollplantage. Die muss ich irgendwie hinkriegen. Unterste Verhandlungsbasis. Na los. Und da möchte ich gern am Berg, ne? Wo es wieder zum Wasser... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ihn nur knurren hören. Wieso spawnt der bitte neben mir? Du kleine, miese, fiese Zombie-Krücke, du. Alter, spawnt direkt hinter mir. Fiesling. Mein Fisch. So. Einer muss noch. Hat's hingehauen? Nö. Hä? Es ist die Angel auch buggy oder was? Mann, ey. Ach, Herr Jemine. So. Ein Fisch. Super. Den werde ich auch gleich, bevor ich es wieder vergesse, so, gleich zu einem rohen Fisch machen. Ich möchte gerne fischen. Ah, jetzt geht er wieder. Glaube ich. Ich sehe ihn zumindest da hinten schwimmen. So. Ich hätte so gern Spinnen. Habe ich das schon mal gesagt? Ah, in der Nacht sieht man die Wolkenwürfel, okay. Tagsüber nicht, aber nachts. Da oben schweben sie. Schön. Kann man doch noch Luftschlösser bauen. Also Wolkenschlösser. Na, jetzt habe ich gedacht, da kommt schon der Fisch. Mist. Und? Fischi? Komm. Fischi? Ja. Blub.
Langweilig. Ja, ich weiß, das wollen wir machen. Das nennt man Survival. Juhu, Fischi. Bitte kein Kugelfisch. Was war denn das jetzt? Was habe ich da? Ah, da. Roher Karpfen. Passt. Mit den Kugelfischen komme ich nicht klar. Die kann man die kochen? Ich hab's vergessen. Kann man die hier kochen? Ich weiß nicht mehr, wofür die gut waren. Ich glaube, konnte man da Gift herstellen? War das eine Zutat für so einen Trank? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja! Gegner? Spinne? Creeper da hinten? Okay, geht. So, ein Fische noch und dann hauen wir ab. So, die Angel ist bald im Arsch. Habe ich das schon mal, hab ich schon mehrmals gesagt, ne? So eine Krabbenfalle wäre cool. Fischi. Jawohl. Nichts erwischt. Ach nö. Um Gottes Willen. Wo bist du? Komm her, du Gratler. Au. Haha. Umgenietet. So. Scheiße. Fisch nicht erwischt. Schade. Dann gehen wir trotzdem nach Hause. Weil in der Nacht ist es einfach zu unheimlich. Hühnchen. Der möchte ich auch mal einen schönen Stall bauen. Das ist auch ein Ziel, ein Wunsch von mir. Hupf, hupf. Ich habe da ein Skelett, glaube ich, gesehen. Und es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Ui, 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 ui. Na, das Hüpfen geht nicht einmal mehr. So, nix wie hoch. Ich habe vergessen, oben Licht zu machen. Ich hoffe nicht, dass da oben Leute spawnen, also Bösewichte. Das wäre gar nicht gut. Wir haben es geschafft. So. Also, da wird fleißig noch. Ja, die lassen wir fertig machen. Und dann wird Fisch gebraten. Können wir jetzt Fisch essen? Müsste eigentlich klappen. So. Ein schönes Abendessen. Jam, jam, jam. Hat's hingehauen. Jetzt haben wir was gefuttert. So. Zwei. Aha, gleich den ganzen Fisch weggefressen. Okay. Die Gier ist ein Hund. So. Okay, das will er noch nicht ernten. Das ist gerade gewachsen. Hab's gesehen. Das hat hier so kleine Dinger dazu bekommen. Immer noch gleich. Immer noch gleich. Die haben fix zu dunkel. Huch. Was ist mit dir? Fast soweit, Gurke. Noch lange nicht. Salat. Der hat auch keinen Bock mehr. Die haben das sicher zu dunkel hier. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich meine, abgesehen davon, dass es kacke ausschaut, das ist mir eh bewusst. So. Wenn ich jetzt noch zusätzlich hier, hier und hier Licht machen würde, beziehungsweise. Mein, schaut komisch aus, aber ankokeln tut sie ja nicht. So noch machen würde und damit es wirklich hell ist, so, so, so. Habt ihr es jetzt hell genug, ihr Pflanzen? Schaut schon einiges heller aus, oder? Ich hoffe halt, dass das klappt. Da drüben könnte ich es noch heller machen. Warte. So. Also, so. Von mir aus so. Und so. Da kann ich die wegtun. So. Blub. Also, wenn das jetzt nicht reicht, dann fange ich's Glauben an. Ja, so geht's auch. Stimmt, am Fensterbankerl hätte ich's, also hier derweil hätte ich's auch aufbauen können. Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Ich mache das jetzt, ich übertreibe bewusst. Das kann nämlich echt nicht sein, dass diese Pflanzen da, schau, und die Erdbeere ist schon fertig. Hat sie jetzt echt am Licht gemangelt?
War das nur eine Erdbeere oder waren das jetzt hier alle? Zwei? Zwei? Zwei. Ich will hier hoch. Darf ich da nicht mehr hoch? Obwohl, doch. Ich habe immer Angst, dass der eine ins Wasser fällt. Die Traube ist auch bald soweit. 29. Jetzt wird es wohl hoffentlich licht genug sein. Wird schon passen. So. Was machen wir? Richtig. Wir wollen weiterbauen. Ich will weiterbauen. Ich gebe es ja zu. Ich will bauen. Ich will das. So, die Erdbeere kommt aber zuerst noch hier in unseren Möchtegern-Kühlschrank. So. Das Gemüse packe ich einfach hier hin. Das schaut, glaube ich, besser, oder? Machen wir das Gemüse da. Machen wir Gemüse da. Fischis. Achso, die kann ich braten. Natürlich. Natürlich. Zocki, was machst du da? Nix. Warte, nicht weiter brutzeln. Ich will Fisch haben. So. Fisch, Fisch, Fisch. So. Ja, mach nur fertig. Da warte ich mal ganz kurz. So, die erste ist fertig. Jetzt kommt der zweite und den dritten hauen wir auch noch rein. Dann haben wir wieder genug zu essen. Natürlich werde ich auch die Beere gleich verschlingen, weil sie unsere Nachspeise ist. So, das reicht schon mal. So, die Beere wird verschlungen. Mahlzeit. Jam. So. Dann, ich habe überhaupt keinen guten Biorhythmus, fällt mir gerade auf. Das mit dem Bauen und so, das haut nicht so hin, wie ich es gerne möchte. Es wird nämlich schon wieder morgen, eigentlich soll ich jetzt schon aufstehen und wieder ans Essen beschaffen denken. So, machen wir mal so. Wenigstens ein Dach hätte ich gern. Na, das, ja, das ist ein Dach. Richtig. Ein Dach hätte ich schon gern, dass es hier nicht immer einregnet, wenn es dann wieder regnen tut. So. Ah ja, stimmt. Wollte ich hier nicht eigentlich einen Fußboden auch machen? Dann habe ich komplett falsch gebaut. Schlau wie ich bin. So. Ruck. So. Dann habe ich falsch gebaut. Dann kommt hier noch der Fußboden hin. Ach du grüne Neune. Eigentlich schon. Und dann wollte ich. Richtig. Schon. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich so machen. So, warte mal kurz. Ich brauche Leiter. Wo habe ich sie denn? Nein, Leitern habe ich keine mehr, ne? Die habe ich alle. Ich muss den Schädel raustun. Das ist fürchterlich. Warte kurz. Warte ganz kurz. Oder ich lade nochmal neu. Das könnte ich. Entschuldigung, bin am Mikro angestoßen. Geht's jetzt besser? Nein. Okay, es legt auch mit dem. Echt jetzt? Warte. Ist das besser? Ein bisschen angenehmer. So, aber nicht schön. Warte, ich probiere es jetzt wieder. Ich weiß, das ist übelst lästig. Es ist übelst lästig. So. Ich hoffe, ich habe dann bald wieder mehr Zeit und ich hoffe, ich habe diese Woche vor allem mehr Zeit, weil ich möchte wirklich ganz bewusst unbedingt mich erkundigen, wie ich das hier besser hinkriege mit die Shader. Es muss doch hier irgendwo einen geben, der wenigstens halbwegs kompatibel ist mit dem Ganzen da. Das gibt's ja nicht. So, ich wollte Leitern bauen. Ich glaube, ich mache es richtig. Wow! Wer hätte das gedacht? So, das geht schneller. So, einsammeln. Brav. So, Leitern. Und dann Holz haben wir mit. Ja, da muss ich nochmal schnell was wegschlagen und dann geht es schon. So. Wow. Also, zack, 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 zack. Das passt schon mal. So, meine geliebte Axt, die ist hier. Passt, das muss nochmal weg. Ich muss es gleich bauen wie unten natürlich. Ich bin ja schlau. Nicht. Weil. Warte, da machen wir noch die Höhe. Das ist die Höhe. Nicht so. So. Weil, ich möchte da gern den Holzboden haben, dass es gleich ausschaut wie unten, aber von der Decke trotzdem das Laub hängt. Das so irgendwie hätte ich es gern. So, das bedeutet. Zack, zack, zack. Na komm. Zack, zack. Und von hier auch.
Baum, Baum und dann kommt hier halt alles voll mit den Brettern, wie wir es eh schon kennen. So, das nochmal weg. Das hier und das und das. Ich habe euch gewarnt, ich bin kein Bauprofi. Ich baue einfach so, wie ich es, ja, wie ich finde, dass es schön ausschauen könnte. Ja. Da. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Baumhaus-Fan. Keine Ahnung, wie gesagt, ob es irgendwann mal hübscher werden wird. Ich hoffe. Ah, ja. Da und so. Und so, so, so. Ich möchte so eine Art Deko-Baum haben. Ne? Also wirklich so einen großen, so einen richtig, richtig großen Baum. Da werde ich dann vielleicht auch mal den Hügel hier ein bisschen abtragen müssen, damit ich einen richtig Mordsstamm dahin zimmern kann. Jo. So, dann kommt das hier noch. Oh, ruck. So. Genau. Stimmt, da kann ich hier eigentlich auch zumachen. Na, so wollte ich das nicht haben. Da kann ich hier eigentlich auch schon... Oder warte. Wegen Terrasse habe ich ja gemeint, ne? Warte mal. Da würde sich das hier jetzt gerade besser anbieten. Oder? Eigentlich schon. So, so, so und so. Und hier wieder Baumstamm. Wirklich nur so einen kleinen, nur so kurz. Da müsste ich fast eins zurück. Das schaut aber auch doof aus, oder? Naja, warte mal, wenn ich das so hierher baue. Nur eins zurück. Das wird vielleicht, das wäre vielleicht sogar besser. Warte mal ganz kurz. Ich weiß, ich bin lästig. So. Aber ich will, dass es wenigstens einigermaßen hübsch ausschaut. Meine Nase juckt. So. Dann kommt das noch weg. Dann kommen die weg. Boah, wie mache ich das am besten? Dass ich auch die Holzdinger einsammeln kann. So vielleicht. Jawohl. Und so. Passt. Dann baue ich das einfach. Warte, der muss auch noch weg. Das muss ja nach oben schauen. So, und der muss auch weg. So, ruck. So, 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 3 und 4. So. Dann habe ich hier etwas mehr Platz. Habe hier auf 2 Ebenen. Boah, ich glaube, das geht. Habe ich die Schere mit? Ich will das Laub nicht verbrauchen. Schere. Ja, gleich beides weg, ne? Super. Au. Ganz super. Die Schere geht richtig gut. Die schneidet durch alles. So. Ach ja. So. Schon ist fertig? Nein. So, und wieder hoch. Ja, ja. Das Lecken, ne? So. Hoch, hoch, hoch. So. Horuk. Dann hier nochmal weggerissen. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. So, aufsammeln. Blub, 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 blub. So, hüpf. Und hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Darf ich hier jetzt? Nicht so. So nicht. Ich wollte es hier so verbinden. Mit so. Und so. Ah, hier könnte ich auf hoch. Na, doch. Nein. Na, das bleibt schon so. Ja. Jo, das schaut besser aus, glaube ich. Ruck. So. Und so. Na. Warte, so. Ah, je. So. Dann kommt hier noch ein Laub rein. So, Laub. Gutes Laub. So, vorsichtig, dass ich es runterstürze. Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Oder ich mache hier schon... Na, ich glaube, das passt. So, warte. Dann kommt hier noch einmal so ein Baumstamm. Habe ich noch Holz mit, also Stämme? No. Stämme habe ich keine mehr mit. Macht nichts.
So, der eine hat noch Platz. So, dann gehen wir Nachschub holen. Ein bisschen was haben wir eh noch da. Sind die Beeren fertig? Ja! Es gibt wieder lecker Snack. Essentechnisch schaut es, glaube ich, eh schon mager aus mit mir. Wie schauen wir da aus? Es ist immer gleich, ne? Ja, die Gurken. Die wachsen wenigstens, ne? Ist mir gerade echt ein Phänomen und ein Rätsel. Vielleicht dürfen sie nicht, weiß ich nicht, und also kein Dach drüber haben. Zumindest nicht so ein dunkles vielleicht. Ach, ich habe das Holz vergessen. Schlau, 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 schlau. Eigentlich dumm, 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 dumm. Dumm, die dumm. Da haben wir das Holz. So. Ach so, die Beeren könnte ich eigentlich wieder verspeisen. Verspeisen. Ham, ham. Jam, jam. So, wo kommt... Warte, stopp, hier. Hier kommt das Zeugs hin. So. Wo habe ich denn Setzling schon wieder her? Ich habe zu viel von dem Klumpert. Naja, was soll's. Dann haben wir hier noch verrecktes Fleisch. Das kommt hier hin. Achso, genau, ich muss schon ein neues anfangen. Habe ich noch irgendwas, was raus kann? Der Knochen kann eigentlich raus. Da habe ich noch gar keinen. Okay. Na bitte, dann wächst's weiter, ne? So. Dann bauen wir noch ein bisschen, dann ist der Part vorbei. Und dann im nächsten, ja, muss ich eh schon wieder schauen, wie ich denn jetzt mal an Lebensmittel rankomme. So. So und so. Ja, ich glaube, das geht. Wieder hier damit. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Warte mal. Mal kurz ausschalten. So, ist nicht hübsch, ich weiß. So, nur kurz mal. Da hat irgendwie, keine Ahnung. Das war ein Fehler. So, da, so, da. So, 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 so. So, so, da la da da pa pa. Da da dam da dam da da. Da 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 dam. Düdel düdel dü. Blup. Schön. Passt. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Da kann ich hier noch zwei Kisten, so eine Kiste hinpacken. So quasi ein Kleiderständer für uns. Oder hier ist so eine Kiste und da ist so ein Regal oder umgekehrt. Ah, das wird schon schön. So, da, ba, 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 da, ba, 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 da, 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 da. So, und da noch und hier drüben. Zack, zack, zack. So, jetzt steht mal die Grundmauer. Ja, das schaut schon, das geht schon. Ich weiß, das hier ist gerade nicht so optimal. Vielleicht doch lieber so machen, nur einen kleinen Durchgang. Vielleicht. Jo. Kann man eigentlich auch machen. So. Kann man theoretisch machen. So, dann hier, ne? Das hatte ich so. Und dann kommt da oben so drüber. Jawohl. Genau. So, es wird schon wieder finster. Was sonst? So. Hier mache ich aber ganz zu. Das braucht keiner sehen, was ich hier gebaut habe. Auch kein Guckloch kommt dahin. Nein, nein. So, schön die Wand zu. Da dann, aber da auch. So. Blub. So. Oh. So kann man das schon mal machen. Glaube ich. So, und da oben kommt dann halt wieder das Laubdach dann, ne? Ganz zum Schluss. So, aber zuerst brauche ich Stämme. Ich brauche wieder so einen Stamm. Weil hier, ups, gehört noch einmal hoch. Eigentlich nochmal für das Dach, aber da kann ich dann eh noch später, wenn ich möchte. Aber ich werde es gleich mal anmerken, sozusagen. Da drüben wäre es auch gut. Da komme ich nicht hin, ne?
No, no. Nobody, no. So. Eine Möchtegern-Treppe. Mal fürs Erste. Ups. Eins und zwei. Und eins und zwei. Und von mir das eins und zwei. So. Und da drüben. Okay, geht nicht. Das geht so nicht. So. So und so. Tap und da. So. Dann kann man hier schon mal so. So, so, so. Hatte ich das mit dem Holz oder hatte ich... Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal kurz. Hatte ich das mit dem Holz gebaut? Ja, ja. Passt. Alles gut. Habe ich. Ui, der Part ist zu Ende. So, so, so. So, hoho. Der Part ist zu Ende. Richtig. So. Ich. So, noch einmal schnell hier rüber. Und ich wollte eigentlich noch da. So. Ah, jetzt geht mir das Holz aus. Na, passt ja perfekt. Na gut. Unser Baumhaus wächst dahin. Wie schön. Wie toll. Wie supi. So. Ruck, au. So, so, so. Und so. Passt der Grund. Der Grundriss steht schon einigermaßen. Hier wird das Bettchen dann sein. So wahrscheinlich. Oder im Eck. Ich weiß noch nicht genau, wie es am besten passen wird. Dann regnet es natürlich. Das ist ganz klar. Wie soll es auch anders sein? So, das ist immer so, wenn man Dächer baut, bauen möchte. Dann fängt es an zu regnen. Das ist was ganz Normales. Und ich bin jetzt da ganz schlau runtergeburzelt. Ich habe aber Laub mit, ne? Dann kann ich das schon mal machen. So. Ah ja, das schaut dann auch nicht so deppert aus. Glaube ich. So. Ja, ja. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Da vorne ist halt ein bisschen doof. Aber da bin ich schon überlegen, ob ich das mit Absicht so lasse. Ganz ehrlich. Aber hier ist es halt deppert, ne? So. Mal schauen, ob ich da noch ein Stückchen rausgehe mit der Baumkrone. Das werde ich wahrscheinlich auch so machen müssen. Damit das nicht so doof ausschaut. So. Und hier drüben war ich schon. Ja. Gut, jetzt kann ich auch wieder rein. Und jetzt beende ich aber wirklich den Part. So, Schluss aus. Sitzplatz. Und ja. Ich hoffe, das schaut dann irgendwann mal nach was Gutem aus. Das würde mich sehr freuen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich mache da doch noch zu. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!